Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy VI. Ab jetzt beginnt der große Aspekt des Spiels, wo wir überall durch die ganze Welt reisen können, überall Sidequests machen können und sonst was. Und ich würde sagen, deswegen fangen wir damit heute mal an und bereisen einfach die komplette Welt. Das ist so der Plan, den ich heute habe. Erstmal würde ich ganz gern dahin zurückgehen, wo wir damals Cid getroffen haben, also auf unsere Insel. War das die hier unten? Ich habe keinen Plan mehr, wo die war, aber das scheint die hier zu sein. Ob jetzt hier noch irgendwas ist, ob jetzt wir Cid nochmal antreffen können oder so. Oder ob unten am Strand vielleicht noch was ist. Cid ist nicht mehr da. Okay, alles klar. Alles klar. Ha. Und unten beim Strand. Oh, da liegt ein Magnet, okay. Quetzali-Magnet. Was ist das denn? Wo ist der Quetzali, hieß das? Da. Hastgar und Gemachtgar. Nice. Nice, nice, nice. Das ist auch schon mal eine gute Sache, würde ich sagen. Ziemlich cool. So. Das ist schon mal praktisch. Gut, dann, ja, bereisen wir jetzt die Welt. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich nehme mal, was ist denn da unten auf der Insel? Ich habe keine Ahnung. Also auf der, die weit unten ist. Ist hier irgendwas Cooles? Da ist auf jeden Fall eine Stadt. Welche Stadt ist denn das? War mir nicht im letzten Part irgendwann schon mal oder so? Oder in den letzten Parts? Ah, das ist Tamasa. Oh, guck mal einer an. Gibt es hier auch noch irgendwas Cooles? Ist Strago vielleicht zu Hause? Okay, wo war er? Ach, Burg Doma. Okay, was macht er denn bei Burg Doma? Der Eboldfelsen ist das erste Mal seit 50 Jahren wieder aufgetaucht. Ob es an dem Erdbeben vor einem Jahr lag? Nördliches Dorf, was kann man ihm bewundern? Da wird es bestimmt auch noch was geben, denke ich mal. Neulich sah ich ein komisches Monster am Himmel. Sah aus, als hätte er sich ein gigantischer Rochen in die Luft verirrt. Das wird dann wohl Thanatos sein, oder? Hieß der so? Den wir auch in Final Fantasy 1 besiegt haben. Der halt, ja, hier ein Bonusgegner irgendwie ist, weil ich weiß. Hier ist das Grab von General Leo gewesen. Kann ich noch irgendwas machen oder so? General Leo, nee. Schade. Die Blumen sind auch verwelkt, die dort liegen. Finde ich krass, einfach überhaupt auf der Welt die Blumen kaputt sind. So, ist denn vielleicht Strago oder Raym zu Hause? Ich denke mal eher nicht, aber kann ja sein, wer weiß. Aber nö, sind sie nicht, scheinbar. Schade. Wäre auch zu cool gewesen. Hier oben ist niemand mehr oder so. Okay. Ach, hier komme ich wieder raus, ups. Was war hier oben? Haus des Dorfältesten. Na, das geht ab. Ein Jahr ist es nun her, dass die Welt aus den Fugen geriet. Keine lange Zeit, würde ich meinen, doch kommt es mir schon wie eine Ewigkeit vor. Kann ich mir vorstellen. Ist halt echt krass. Ich hoffe, am Ende des Spiels können wir die Welt wieder irgendwie zusammenfügen. Wie auch immer das funktionieren soll. Aber das wäre schön. Beziehungsweise auf jeden Fall wieder, ach, die habe ich schon geredet, wieder schön machen. Also zusammenfügen wird halt vielleicht klappen, aber auf jeden Fall, dass die Welt wieder ein schönerer Ort ist. Geheilt bin ich, das heißt, ich muss eigentlich gar nicht hier rein, aber ist ja noch ein Gesprächspartner? Nein. Habe ich so ein Gefühl, dass die Nini-Inseln irgendwie. Außer es ist halt mit die Kneipe gleichzeitig ist in, aber ansonsten ist da glaube ich nie um mich Leute, mit denen man reden kann. So, und hier ist der Typ noch, die Galanterie waren. Ja, brauche ich aber eigentlich nichts von. Engelsring. Oh! Den nehme ich halt, würde ich sagen. Ja, das ist ganz praktisch. Regina ist echt ziemlich cool. Mit dir habe ich glaube ich schon geredet, oder? Ja, genau. So, und du so. Jetzt habe ich keinen Platz zum Spielen mehr. Ja, weil wegen euch das Haus abgebrannt ist. Wahrscheinlich war das wegen den Kindern damals. Die haben davor mit Feuer irgendwie irgendwas gemacht und danach hat danach das Haus gebrannt. Das waren 100 pro die Kinder irgendwie. Da wette ich mit euch drauf. Und wenn ja, würde ich mir als Kind so scheiße fühlen. Das war halt wirklich richtig, richtig, richtig krass scheiße.
Wenn einfach wegen mir... Da Vinci-Pinsel. Okay. Wenn einfach wegen mir so ein richtig, richtig krankes Unglück passieren würde. Das wäre einfach... für mich als Kind so schlimm. Allgemein, nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener. Allgemeinheit. So, hier hat die irgendwas gesagt, als ich hier hinkam. Deswegen will ich hier mal kurz speichern, falls es irgendwie ein Dungeon oder sonst was sein sollte jetzt, wo man irgendwie rein kann oder so. Nö, hier ist nichts. Vielleicht kommen hier irgendwie besonders starke Monster oder sowas in der Richtung, kann ja sein. Gibt es ja manchmal in Final Fantasy oder oftmals, wenn man halt so Orte hat, wo immer ganz starke Gegner vorkommen, die man halt besiegen kann, um Erfahrungspunkte zu grinden und so. Die sind auf jeden Fall, die halten auf jeden Fall schon ein bisschen was aus, das ist krass. Kann man so sagen. Deswegen hoffe ich mal, die sterben mal schnell hier irgendwie. Einer stirbt, glaube ich, weil ich konnte nur noch die anderen angreifen. Ja, wundervoll. Und der ist auch tot, wundervoll, okay, das ist klar. Jetzt habe ich eine Stufe auf. Ich habe auch gelesen, dass man jetzt am besten ein bisschen leveln sollte insgesamt. Theoretisch könnte ich halt jetzt schon zu Kefka gehen, einfach. Wenn ich halt wollen würde. So, ich würde sagen, wir gehen das Ganze mit ein bisschen Prinzip hier an. Was sind denn zum Beispiel diese ganzen kleinen Inselchen hier? Ist hier noch irgendwas oder so? Kann man überhaupt drauf landen? Nee, scheinbar nicht. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht gehen soll oder ob ich irgendwie falsch lande. So war jetzt da unten auf dem Ding noch irgendwas. Und kommt mir das nur so vor, da ist der Falke deutlich schneller als das Luftschiff, was er damals hatte. Der, wie hieß es nochmal? Die Blackjack, genau. Kommt mir das nur so vor, da ist das wirklich schneller. Ich glaube, es ist wirklich schneller, oder? Mann. Ach, scheiße. Komm, ich mach einfach die Aura-Kanone, dann ist gut. So, du machst, keine Ahnung, irgendwie Eisra oder so. Du machst deinen Autoarmbrust. Und du greifst nochmal, würde ich sagen. So. War es richtig gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja zwei gleichzeitig aktiviert, deswegen weiß ich nicht, welches vorher war. Bohrer. Der Vogel ist schon mal tot, sehr schön. Und Setzer wirft immer noch seine Darts, wundervoll. Hat irgendwer ein Dings fertig? Nee. Eine S-Bomb, aber hat keiner. Kann ich hier irgendwie im Wald irgendwas irgendwo rein oder so? Hat man ja manchmal deswegen, aber scheinbar nicht. Aber hier kommen... Okay, es sind die gleichen Gegner. Ich wollte gerade sagen, hier kommen andere Gegner, aber nee, es sind die gleichen. Beziehungsweise ist es der gleiche. Der Vogel, den wir auch schon auf der Overworld gesehen haben. Also... auf den anderen Teilen der Overworld, sag ich mal. Der Wald ist ja auch Overworld, deswegen... Ja, aber ansonsten ist ja nichts, alles klar. Gut, wo fangen wir jetzt, wo gehen wir als nächstes hin? Wie heißt der? Bastiard, alles klar. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht... Ach so, eine ganz wichtige Sache. Ich muss nochmal unbedingt zurück zu Schloss Figaro. Denn, da habe ich im Keller was vergessen. Da habe ich im Keller was vergessen. Irgendwie ist da noch ein Item oder sowas in der Richtung. Das hätte ich ganz gern. Weil das irgendwie voll cool sein soll oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da in der Schatzkammer um ein Item vergessen oder was in der Richtung. Und da würde ich ganz gerne mal kurz gucken, ob ich das irgendwie holen kann. Deswegen fliegen wir mal schnell zu Schloss Figaro, würde ich sagen. Dafür gehe ich am besten so hier nach... Ups, ich muss ja auch... Ich wollte nicht landen. Oh Gott. Ja, ist gut. Komm, geh rein. Sehr schön. Und steig in die Lüfte und flieg jetzt hier so... nach oben. Da müsste ich ja gleich da sein. So, das ist definitiv schneller. Also macht mir nichts vor. So, es ist aber sowas von schneller. Da. Wie lande ich nochmal? Gerade eben ging es noch, jetzt geht es aber nicht mehr. Bin ich dumm? Oder kann man in der Wüste nicht landen? Ja, kann man nicht, okay, das ist klar. Wie also in Final Fantasy 1 zum Beispiel auch nicht so
Wahrscheinlich in allen alten Teilen, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also in FF1 ging es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. So. Okay, ich kann auch hier runter, das ist gut. Ich habe schon befürchtet, ich komme gar nicht mehr runter, aber geht noch alles, sehr schön. So, damals, als wir hier noch zu dritt waren. Ne, zu zweit nur, oder? Ich glaub nur zu zweit. Der gute Edgar kam dann dazu, als wir seiner Liebesbande geholfen haben. Seine Liebesbande, beziehungsweise nicht geholfen haben, sondern einfach allgemein den Boss besiegt haben da hinten. Wir haben der Liebesbande eigentlich nicht geholfen, deswegen. By the way, wenn so ein Gegner durch so einen Sofort-Totangriff stirbt und ich dann jemanden anvisiert habe zum Angreifen halt, dann kann ich das manchmal einfach nicht machen irgendwie, dann kann ich irgendwie nicht angreifen. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist irgendwie voll seltsam. Ist mir jetzt schon mehrmals im Spiel aufgefallen. Oh, hi. Du musst bitte sterben. Ich wusste es. Jetzt hier kann ich nicht auf A drücken. Erst wenn ich meinen Stick bewege, dann geht das. Das ist irgendwie voll seltsam. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist mega seltsam irgendwie. Und auch voll dumm irgendwo. So, was hier hinten? Ja, genau. Hier hinten kann man noch rein. Das habe ich... Oder... Habe ich das geholt? Ah, ne, hier, guck mal das, den Seelensäbel. Den, kommt man dann noch holen. Kannst du ihn ausrüsten? Ja, kannst du. Raubt seinem Opfer MP und kann jetzt aber tot wirken. Das ist ziemlich praktisch, aber ja, ist halt nicht so gut für dich, würde ich sagen. Du kannst ihn auch ausrüsten. Ha, ist nicht so. Und ja, du kannst ihn gleich ausrüsten. Wundervoll. Gut, dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Ich werde den Weg raus wieder rausschneiden, würde ich sagen. So, da bin ich wieder. Ich mag es übrigens, wie jetzt das Overworld-Team voll freundlich ist. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt hier über auf der Overworld durch. Also, jetzt quasi von hier, von dem Kontinent immer nach oben durch. Das heißt, wir fliegen jetzt hier rüber und gucken, was hier so Spannendes ist. So, das ist bestimmt Narsch, oder? Das ist die Narschhöhle hier, glaube ich. Wenn mich das täuscht. Ja, das ist Narsch, okay. Dann guck mal, was hier so abgeht. Das ist auf jeden Fall ein Random Encounter, uncool. Das heißt, hier wird es wohl nicht so rosig zugehen, wenn die Menschen hier mit Gegnern zu kämpfen haben. Deswegen hoffe ich mal, wir können jetzt hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Das wäre zumindest ziemlich praktisch. So, Edgar steigt eine Stufe auf und Blitzrad, sehr schön. Das kannst du wegnehmen und dann bekommst du bitte einmal... MP plus 10%. Das ist doch gut für dich hier. Stärke plus 2. Lernst du zwar nur Eis von, aber... ist wenigstens etwas. So, hier sind immer noch die Abenteuer-Novizen drin. Den rede ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das weiß ich inzwischen alles. Huch, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Na egal. In dieser Stadt gibt es eh nichts mehr zu holen. Lediglich ein Olamokri hockt hier noch rum. Die Haustüren sind alle verschlossen. Da muss man schon das Geschick eines Schatzjägers haben, um die zu knacken. Verfluchter Mist. Okay. Wo ist der Mokri? Das heißt, ich sollte wiederkommen, wenn ich Locke gefunden habe. Und Locke ist ja irgendwo angeblich... Oh, was ist denn hier kaputt? Bei euch. Locke ist ja irgendwo angeblich... Oh, nee, nicht die Schokobos. Bei, einem großen Schatz oder was unterwegs. Keine Ahnung. Wurde uns so gesagt, deswegen... Beziehungsweise sucht er einen großen Schatz irgendwie. Zumindest wurde uns gesagt, hey, irgendein Schatz hier sucht einen großen Schatz, deswegen geht mal von aus, dass es Locke... Würde zumindest irgendwie Sinn ergeben, wenn es Locke wäre. Und, ja... Deswegen keine Ahnung, wo der genau ist. So, fest verschlossen. Ja. Oh, yes. Beta-Reiter. Das ist die... Das ist eine neue Version von diesem Dante, den wir schon mal hatten. Dem Schloss. Guck mal einer an. Ist der auch... Der ist auf jeden Fall stärker. Na, okay. Nee. Nicht ganz. Setz hat irgendwas gelernt, aber ist noch nicht fertig, alles klar.
Apropos Setzer, der müsste ja schon voll viel gelernt haben, weil ich ihn ja mal voll lange dabei hatte und deswegen. Oh, hier kann ich rein. Deswegen müsste er eigentlich schon voll viel gelernt haben. Ja, random Counter mit in der Tür drin, cool. Ich wollte nur ins Haus reinspielen. Als ob ich das jetzt nicht hingekriegt habe. Was ist das denn? Das habe ich noch nie verkackt, dieses Diamantdingens. Das ist doch lächerlich. Ich denke mal, ich fange gleich an, die Gegner rauszuschneiden, außer es kommt wie immer ein neuer. Dann lasse ich sie schön drin, würde ich sagen. So, und das kann der dann auch regeln, die letzten beiden hier. Prismenblitz. Und das soll es gewesen sein, hoffe ich mal. Sehr schön. So, wir können ja das Haus rein, weil hier das Widerstandshaus damals, wo Terra aufgewacht ist. Aber hier ist niemand drin irgendwie. Hier hinten kam man ja in diese Höhle rein, glaube ich. Genau, die Asnarch rausgeführt hat. Aber da will ich jetzt gar nicht rein. Sondern ich will mich weiter umgucken in der Stadt. Seid ihr neu? Seid ihr neu? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse den Kampf einfach mal drin, würde ich sagen. Dass wir die definitiv gesehen haben. Auch wenn ich sie schon haben sollte, vielleicht. Also schon mal gezeigt haben sollte. Keine Ahnung. Ach, verdammt. Ich muss das neue lernen, wie das funktioniert. Oh, die. Ja, das war mir klar, dass ich die heile, weil die sehen halt so wie Feuergegner aus, einfach. Oh, das war krass. Und die sind auch tot, sehr schön. Sehr, sehr schön. Edgarland Eis. Und jetzt, ja, kann ich ihm neue geben. Komm, nur einfach die hier. Fertig ist. Gut, ja, ich will doch nicht mich hier groß umgucken, sondern ich will wieder zurück ins Haus. Es ging da. Verdammt. So, wundervoll. Jetzt geh auch rein, meine Güte, was ist los mit dir? Ich habe die Tür nicht getroffen. Wo ist denn der Mokri? Ich will den Mokri finden. Oh, ich kann schön jetzt hier abgehen. Wo ist denn der Mokri? Das wäre voll schön, wenn ich wüsste, wo der ist. Weil den kann ich mir bestimmt auch ins Team holen, oder? Also wieder ins Team holen. Den habe ich zwar früher nie gebraucht, aber... Ja, ist verschlossen. Vielleicht kann ich den auch erst mit Look holen. Aber der Typ meinte ja, dass der Mokri irgendwo rumhockt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man ihn jetzt schon holen kann. Ich meine, ansonsten würde der ja auch gar nicht wissen, dass er hier ist. Vielleicht ist er auch einfach oben irgendwo. Ich habe doch keine Ahnung, sehe ich so aus. Sehr schön. Ja, das wäre eher voll cool zu erkunden, wenn die ganzen Random Encounter einfach gehen würden. Ich will sie nicht. Ich will sie einfach nicht. Ups, jetzt habe ich vergessen, wieder reinzuschneiden. Gut, da sind wir wieder. Ich habe nur kurz verpasst, wie viel Geld ich bekommen habe. Ach ja, boah, ich war platt, ne? Ist ja nicht schlimm, denke ich, wenn man das verpasst. So, wundervoll. Dann gehe ich einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Zu dem Ort, wo damals dieser große Kampf war. Und da sind wir wieder. Gut, ja, ich denke mal, hier oben ist vielleicht der Mokri. Und wenn nicht, dann ist er wahrscheinlich der Mokri. Und wenn nicht, dann ist er irgendwo in den Höhlen drin, würde ich sagen. Hier oben haben wir ihn ja damals noch rekrutiert, falls ihr euch erinnert. Der war da oben damals und... Ja, wäre fast von der Klippe gefallen und so, wenn ich mich recht erinnere. Da war irgendwas auf jeden Fall. Komm, du greifst nochmal, würde ich sagen. Und du holst dein Bohrer raus, lieber Edgar. Und zerbohrst ihn einfach. Na, er ist total schön. Er musste gar nicht sein Bohrer rausholen. Oder er hat es gemacht und ich habe es nicht bemerkt. Ach, man konnte ja durch. Stimmt. Ah, das war alles voll anstrengend. Kommen jetzt ja auch. Ihr könnt. Jetzt kommen ja auch neue Gegner. Alles klar. Dann lasse ich die Kämpfe jetzt wieder drin, weil das ja neue Gegner sind. So. Rammen. Du heilst mal kurz. Auch wenn es gar nicht so nötig ist. Aber komm, mach einfach mal. Dann fühle ich mich sicherer. Was soll das darstellen? Es ist irgendwie ein Geist, der aus einem Rad kommt oder so. Zumindest sieht es für mich so aus.
Ich erkenne nicht ganz, was es darstellen soll. Ich habe gar nicht nachgeschaut oder bemerkt, wie viel Schaden sein Dings gerade gemacht hat. Sein Flammentanz da von Sabine. Hier war ein Savepoint, oder? Nee, stimmt, der war erstmal da hinten. So, hier konnte ich doch, glaube ich, hoch. War das nicht so? Ja, Kämpfe! Mann! So. Setzerstreckende Stufe. Was habe ich erhalten? Wasser irgendwas? Was ist? Was war das gerade? Wasser irgendwas. Ich habe es nicht ganz lesen können. Wird wohl ganz unten sein, denke ich mal. Ach man, oh, Wasserpapyrus. Das ist ja ein Spiel, wo man einfach nach oben drücken kann. Das ist ja nicht in jedem Spiel, deswegen. Ich dachte, das war in dem Spiel nicht so, aber man kann einfach nach oben drücken, dann ist man ganz oben. Super. So, jetzt bin ich hier. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der ganze Aufbau war. Das ist zu lange her für mich. Deswegen, sorry. Halt, du machst. Oh. So, da bin ich wieder. Aber hier müsste ich dann nach oben kommen, hoffe ich mal. Ja, hier, ja, okay, alles klar. Oh, letzter ist mir gerade gestorben, weil er plötzlich voll viel Schaden gemacht hat. Hatten wir auch lange nicht, als er gestorben ist. Also bei einem normalen Kampf, sag ich mal. So, dann mache ich bei der Gelegenheit mal wieder auf alle, würde ich sagen. Und dann kann ich hier wieder rein. Und hoffentlich bald mal hier hochkommen. Und hoffentlich ist da der Mokri irgendwie. Ja, hier oben war das Feld, wo wir gegen Kefka gekämpft haben damals. Da habe ich gerade das Luftschiff von letztem Mal wieder hingekriegt und dann kommt es gar nicht. Voll doof. Also mit dir konnte das gar nicht kommen, weil... Das ist ein Gegner? Was bist du denn? Ach du Scheiße. Oh, du bist einer von den 8 Drachen, kann das sein? Und macht ziemlich viel Schaden. Das tut weh, okay. Das ist einer von den... Drachen, die befreit wurden. Das ist auch eine Sidequest im Spiel. Dass man die alle besiegen muss irgendwie. Okay. Habe ich wenigstens was für Thumbnail, würde ich sagen. Weil ansonsten wüsste ich echt nicht, was ich in dem Part draufpacke, weil es einfach alles irgendwie voll langweilig war. Bei dem macht er bestimmt Feuer, voll viel Schaden. Kann das sein? Er sieht so Eis. Ja. Ich sag... Oh! Ich sag's gerade noch, aber jetzt muss ich erstmal heilen. Jetzt muss ich erstmal heilen, aber sowas von Scheiße. Das ging gerade nicht gut. Das ging gerade sowas von nicht gut. Und deswegen bringe ich allen zuerst meine Heilskills bei. Das ist das Schöne an dem Spiel, dass einfach jeder heilen kann. Das ist richtig, richtig schön an dem Spiel. Sind zwei gefroren auch Nähe. Was war das denn? Ach man, kann ich die wieder irgendwie heilen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die werden ja irgendwann selbst wieder befreit, sage ich mal. Komm, ich gehe einfach mit Feuer auf ihn drauf und dann ist alles gut irgendwann. Ich sollte mal kurz ihn heilen. Das wäre zumindest eine gute Sache, würde ich sagen. Lawine klingt auch nicht so gut. Das sah nicht aus wie eine Lawine. Und macht fucking viel Schaden. Deswegen, nein, sorry, ich muss wieder heilen mit allen. Alter. Und Seben ist halt gleich keine MP mehr. Ist auch uncool. Das heißt, Setzer, du musst gleich mal ein bisschen MP spenden, mein Guter. Mit einem Item. Ich weiß, dass das Item heißt. Müsst mich nicht in den, Kommentaren korrigieren. Das stelle ich mir halt sehr gut bei mir vor, dass halt sowas passieren könnte. Scheiße, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, cool. Kann ich halt viel für, wenn alle gefroren waren. Das war einfach ein bisschen unfair, würde ich sagen. Aber okay. Spiel, Moment. Ich wollte nicht weitermachen. Ich wollte zum Titelbildschirm. Nein! Jetzt kann ich auch ja fortsetzen drücken. Oder? Wenn ich jetzt fortsetze, komme ich doch wieder hier raus, oder? Och Mann, ich habe den Part schon so viel gemacht. Das ist lächerlich. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Toll. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Wieder würde ich sagen, ich
gehe jetzt erstmal heulen. Im nächsten Part gehen wir nochmal zu dem wundervollen, verdammten Kackdrachen dahin. Ach, das ist doch scheiße. Mann, ich habe jetzt auch den ganzen, den Seebell zum Beispiel nicht mehr. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Super, super. Egal, tschüss.